Hallöchen Leute und willkommen zu einem weiteren Unboxing auf meinem Kanal. Und zwar haben wir hier eine Elite Trainer Box von Opala, Gate to the Games. Schaut da mal vorbei, Link ist in der Beschreibung. Und ja, ihr seht hier gerade zwei Elite Trainer Boxen. Dazu kommen wir aber später. Als erstes wollen wir eine Elite. Die ist so voll weggeflutscht. Kommen wir erstmal zu einer Elite Trainer Box, denn die ist nämlich noch voll, richtig voll mit schönem Zeug. Zum Beispiel dem Buch. In dem Buch sind natürlich wieder Strategien drin und Karten, was hier alles so drin sein kann. So Nachtara und natürlich die Karte, die man am meisten haben möchte. Schaut es euch an. Das ist das Ziel und es ist unscharf. Es ist unscharf. Okay, gut. Haben wir das? Ich halt jedes Mal das Gleiche darum. Ob ich das diesmal wieder so aufbekomme, ohne dass das kaputt geht? Ich glaube, ja, das funktioniert. Das geht doch super. Und zwar gibt es wieder auf der Innenseite der Elite-Trainer-Boxen alle Artworks der Booster. Und ich finde, die sehen einfach alle mega nice aus. Oh, ich freue mich schon so aufs Unboxing. Oh ja, genau. Weg damit, Pappe. Noch mehr Pappe. Noch mehr Pappe. Noch mehr Pappe. Jo, das ist das Innenleben. Wieder die 8 Booster. Warte, das sieht aber aus wie weniger. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wo ist die? Da. Da war sie. Da war das 8. Booster. Ach ja, ihr hört im Hintergrund eine Stimme. Das ist nämlich unser Turbo-Tobi. Dieser Turbo-Tobi hat immer noch keinen Kanal. Und ja, der ist heute wieder mit dabei. Ja, aber wie gesagt, dazu kommen wir später. So, eine Codekarte für mich. Hier haben wir noch ganz viele Energien mit dem neuen Artwork. Das finde ich, ich finde das neue Artwork noch besser als das von Generations. Dann haben wir hier noch die Pappteile da zum Teilen der Box, wenn man 10.000 Decks hier drin haben sollte. Alter, wie geil. Die sehen ja mal richtig hammer aus in Orange. Oh, zum Glück haben wir noch die Lunala Box. Hier noch die Kartensleeves. Und diesmal gibt es neben der Verbrennung und der Vergiftungsmarke gibt es noch die GX-Marke. Und ja, sonst haben wir nur die Booster. So, hier ist die schöne Box. Und zwar ist ja der liebe Turbo-Tobi da. Da fährt er wieder dran vorbei. Mal wieder ans Ziel hinausgeschossen. Vom Ziel hinausgeschossen, keine Ahnung, wie man das nennen kann. Und übers Ziel hinaus, genau. Und zwar machen wir ein Real-Life-Pack-Battle. Er hat auch eine Elite-Trainer-Box, das war nämlich die andere, die man gerade sehen konnte. Und wir wechseln uns jetzt jedes Mal ab. Und ja, wer die besseren Packs hat, der gewinnt. Ja, ich würde mal sagen, der Gast fängt an. So machen wir das. Bin ich mal gespannt. Da kriegt er das Pack nicht mal auf. Ja. So, die Codekarte. Und wir fangen an mit der Unlichtenergie. Oh, da glitzert schon im Hintergrund. Oh mein Gott. Oder ein Ratika. Wischiwaschi. Jawohl. Der Name von Wischiwaschi ist einfach mal so geil. Violet. Tom Dex Reverse und... Oh, eine Dragora. Oh, krass. Holo. In Holo. Damit hat er den ersten Punkt schon gesammelt mit seiner Holo-Karte. Verdammt. Also, Holos geben einen Punkt und GXs in ihrer normalen Form geben zwei Punkte. Denn in Full Art 3 Punkte und in Secret Rare, also in Rainbow Rare und Secret Rare, irgend so eine Karte, hier wie Hyperball zum Beispiel, geben 4 Punkte. Jo, hab ich jetzt mein erstes Pack. Codekarte 1, 2, 3, 4. Und da haben wir eine Pflanzenenergie. Pinsir. Einmal Tali. Quatermark hieß es, ne? Wingull. Poplio. Fukano. Mabula. Zubat. Reverse Alola Slimer. Okay, geh weg. Geh weg. Und ein Austos. Somit kriege ich leider keinen Punkt für diese Runde. Nein! Ich liege vor uns. Ich sehe schon kommen, dass du gewinnst. Das ist krass. Ich
sehe schon kommen, dass ich gewinne nur mit dem Dragoran. Das wäre hart, das wäre richtig hart. So, Stahlenergie. Grando. Ich schließe einfach hin. Gufa, jawoll. Pyukumuku. Pyukumuki, Muku ist genauso wie Mimikma. Mimikma? Hieß es im Englischen Mimikma? Ne, Mimikyu. Alola Mauzi, Kano. Jawoll! Alola Diktri. Ja, und. Oh. Wer hätte das gedacht? Kostursor. Ja, zum Glück nur ein Punkt. Das heißt, ich kann noch aufholen, hoffentlich. Wäre schon krass. Ja, mach das Pack kaputt. Wo ist eigentlich der Mülleimer? Da. Das erste Pack habe ich einfach mal voll daneben geworfen. So, Mülleimer. Codekarte für mich. 1, 2, 3, 4. So, und da haben wir eine Feenenergie. Eine Energiezurückgewinnung. Ein Frubeiler. Ein Pandir. Ein Quapsel. Eine Vorentwicklung von Aranesto. Ah, ja, genau, Araqua. Und das Evoli. Denn die Vorentwicklung von Kostursor. Flamiao. Genau. Ich merke mir die Namen irgendwie von den Pokémon nicht, das ist voll nervig. Und dann haben wir hier einen Safcon und. Jawohl. Ein Bissbug. Ein Bissbug. Ich meine, Bissbug ist in der CPL ja ganz gut, aber doch nicht im Kartenspiel. Obwohl, warte, was kann die Karte? Hm, geht. Geht, geht. Macht 120 Schaden. Geht eigentlich. Jo, was hattest du denn gerade eigentlich für einen Booster? Ein Solgaleo. So. Energie. Golbat. Professor Kukui. Die gibt's doch auch in Full Art. Warum zieh ich die jetzt? Was, wirklich? Ja. Hatte die da drin? Ja. Mangunio. Ja. Ah, was? Nein, sie waren Evolutions. Oh! Geowned. Und. Ein Poegro. Jo! Also bis jetzt sieht's hier gerade echt mau aus, ja? Ich meine, nur eine Holo-Karte und das auch noch auf der falschen Seite. Hallo? Hi. Ich meine, okay, die Karte könnte natürlich auch noch zur richtigen Seite switchen, aber... Nee. Das nicht. 1, 2, 3, 4. Ich hab grad... Ich wollte gerade nur 3 nach vorne machen. So, Feuerenergie. Frubeiler, warum ziehe ich die eigentlich jetzt so oft? Warum heißt die in Englischen eigentlich Steenie? Steenie. Schöner Name, schöner Name. So, ein Quapuzzi, Marikek, Kanevahana, Pikipek, Ganovi, Snubbel, Ibitak, Geweiher, oha! Das ist die Rache. Der zweite Pedobär, das ist nicht wahr. So, dann komme ich jetzt zu dem Fuego. Da ich im letzten Pack ja einen Fuego gezogen habe, vielleicht bringt es mir etwas Glück. Und gib dir ein Fuego EX. GX. Nein, eigentlich müsste jetzt ein Solgaleo kommen, denn mein nächstes Pack ist ein Solgaleo-Pack. Stell dir vor, Solgaleo hätte noch eine normale Karte. Pokémon-Fänger. Granbull. Oh, wer hätte das gedacht? Granbull heißt in Englisch Granbull. Togedemaru. Kanivara. Pekek. Kanovil. Oh, ein Reverse. Und Haria. Ja, fast es muss noch ein bisschen abspecken, so vom Typen, vom Kampf auf Stahl gehen und dann hast du einen Solgaleo daraus Alter, ich hab das Pack mir so kaputt gemacht. Wer hat hier auch Probleme beim Pack öffnen? Ich. Ich hab hier übrigens auch gerade ein Fuego. Jo, öffnen wir das. 1, 2, 3, 4. Jo, komm schon. Da muss was Gutes drinnen sein. Okay, hier haben wir eine Unlichtenergie. Flacker nicht so Licht. Danke. Oh ja, Sonderbonbon. Geil. Pinsir. Nochmal Tali. Yorkle. Gut. Wingull. Snubbull. Kanivahana. Zubat. Oh, Reverse Ultra Ball. Und oh, ein. Nein! Alola Slimehawk. Natürlich, ich krieg natürlich die richtig hässliche Karte als ein Punkt für mich. Mann. Aber Leute, genau das hier in Golden. Das hier in Golden ist unser Ziel. Zumindest bei mir. Er möchte einen Solgaleo. Oh Mann, nein, die Karte. Wie sind das jetzt eigentlich, wenn wir beide nur diese Holo haben? Entscheidet dann die KP-Zahl? Nein. Dann ist es ein Unentschieden. Ich immer noch vorne. Nein, dann ist es ein Unentschieden. So. Kopf oder Zahl.
nach vorne. Kann das nicht rein? Ja, nein, es waren vier. Okay, gut, da ist die Energie. Noch eine Energie. Safgorn. Enter. Psyduck. Bounce Beat. Okay. Platini. Ringal. Nein. Nein. Parasect. Das ist natürlich immer das typische Ende eines Openings oder so. Parasect am Ende. In jedem Display oder so gibt es das Vieh. Aber noch sind wir nicht da. Nee, noch nicht. Wir haben noch jeweils drei Packs. Ich mach eins, du bist das Inhalt. Ich hab noch Primarene und hier Lunala und Solgaleo. Krass, krass, krass. Das kommt hier hin. 1, 2, 3, 4. Und da haben wir eine Stahlenergie. Energieswitch. Trumpeak. Corazon. Crabrala. Mariani. Nein, Agrostella. Agrostella. Nee, Agro. Nee, Agro ist das Große. Ja, Gast. Rock'n'Roller. Das ist voll der geile Name für ein Kiesling. Smackdown vs. Alola Ratzfratz. Lumpy. Reverse. Fuecro. Oh, Cosmoem. Aber nicht Holo. Ja, die gibt's auch gar nicht in Holo. Nicht? Nee. Oh. Die gibt's nur in normal. In normal. Ach komm. Sivaro. Bring mir Glück. Sivaro. Sivaro! Wir glauben an Sivaro. Obwohl, ich nicht. Zur Not gibt's noch ein zweites Sivaro. wie heißt er? Elima. Ja. Da hat Bliss gedacht, dass das ein Mädchen ist. Und fand die voll hübsch. Und ich hab mir so gedacht, Typ, das ist ein Junge. Das ist ein Junge. Was mag und. Oh, Reverse. Da waren zwei Karten. Nein. Das Golduck. Dann kannst du dir ja ein Golduck-Deck machen. Obwohl, nee, warte, dazu braucht man vier. Na, wir haben schon drei, glaube ich. Ach so, na denn. So, dann haben wir hier Lunala. Codekarte für mich. 1, 2, 3, 4. Und das sieht echt gerade nicht so gut aus bei unseren Elite-Trainer-Boxen. Das ist hart. Energie, Kampf, Pokéball, Hypno. Big Malasada, Sankabu. Sankabu, genau. Das ist Bubunga. Bubungus. Bubungus? Hieß es nicht Bubunga? Nee, Bubungus. Ah, ich finde Bubunga besser. Das macht nämlich Bubunga. Haben wir hier noch einen Imantich? Geweiher. Pukano. Alola Mauzi. Ey, wenigstens Sivaro. Noch zwei Packs sind offen, los. Oh. Es muss was sein. Oh, Solgaleo gegen Solgaleo. Solgaleo. Oh. Hey, du hast bei Solgaleo weggehauen. Krass, krass. Oh, so viel zum Thema Pack öffnen, ja. Wahrscheinlich mit Kartenzerstörung Deluxe. Die ist verboten. Wir sind nicht bei Yu-Gi-Oh! Oh, Nestball! Also. Jawohl. Oh, da leuchtet was, da leuchtet was, da leuchtet was. Oh, es war gelb. Oha! Och du Scheiße! Oh, das ist ja überall. Oh, bitte. Oh, bitte. Alter, es ist golden. Ah! Oh, aber kommt auf meine Seite. Oh Gott, das sind 4 Punkte. Das heißt, er hat schon 5 Punkte. Na, Fabi, das musst du jetzt übertrumpfen. Oha. Der Hyperball zählt als 5. Ich gebe mich ehrlich geschlagen, auch wenn es unentschieden wird, wenn du den Hyperball hast. So, jetzt kommt mein Solgaleo. Mann! Ich habe, glaube ich, bei meinem Display auch eine Psychoenergie drin gehabt. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher. So, hoppala. Bei dir war es ein Stahl. 1, 2, war es ein Stahl? Ja. Krass. Okay, und wir haben einmal eine Feuerenergie. Tausch. Alola. Snobilik hat was. Marikek. Marikek. Gastella. Rock'n'Roller. Ratzfratz. Lumpy. Paras. Reverse Magoita. Und. Oh! Eine Rainbow Rare Lapras Jax, Leute! Unsere erste Rainbow Rare! Wir sind auf dem gleichen Punktestand übrigens jetzt. 5-5, ja. Auch als 4? Ja. Weil Secret Rare, Hyper Rare sind das gleiche. Na gut. Krass. Ah, mein letztes Pick.
Das ist übrigens schon die zweite Lapras-Karte. Müll, 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 Müll. Stahlenergie. Oh! Ah, vielleicht gewinne ich doch. Nein. Schon wieder hinter. Ah. Lass es die Reverse sein, lass es die Reverse sein. Es ist nicht die Reverse. Es ist Donald Trump. Oder? Nein, nein, es ist Lapras. Sind drei Punkte, sind 8 Punkte bei dir jetzt. 8 Punkte gegen 5, Mann. Dagegen kann ich doch nicht anstinken. Und jetzt sieht der verhurt in den letzten Deck auch noch irgendwas. Und dann kommst du zum Gleichstand. Ich bete darüber einen Münzwurf. 1, 2, 3, 4. Nein, ich bin sogar echt schlechter Dinge gerade. Ach komm. So, wir haben hier eine Blitzenergie. Quapuzzi. Der Schlaghammer da, hier. Schmetterhammer, genau. Sieh deine letzte jämmerliche Karte. Hier Mizunda, Paras, Raupi. Raupi, Maguhita, Lampi, Togedemaru, Cosmovum, Reverse und jawohl, eine Lanton. Okay, der liebe Turbo-Tobi, der hat gewonnen und seine Freundin hat uns übrigens mal ihre Karten auch mal dazugelegt, die sie auch gezogen hat in ihrer Elite-Trainerbox. Ich muss ja dazu sagen, sie hat sie, bevor wir dieses Unboxing gemacht haben, aufgemacht, wo ich mich schon geärgert habe, so, oh, hätten wir mal lieber deine Box genommen. Aber es kam ungefähr aufs Gleiche hinaus. Fast. Fast. Sie haben jetzt insgesamt 2 Lapras. Ich weiß nicht, wie oft habt ihr jetzt Nachthara? Einmal. Und einmal den wunderbaren Nestball. Also Leute, wenn euch dieses Opening gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Ich würde mich freuen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao.